Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ich meine Augen größer schminke. Ich habe, finde ich, ziemlich kleine Augen und versuche die immer größer zu schminken und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache. Also, um Augen größer zu schminken, muss man schon mal wissen, dass helle Farben nach vorne holen und dunkle Farben drücken nach hinten. Und deswegen musst du aufpassen, wo du die hellen Farben hinsetzt. Also, ne, hier unten auf dem Lid, lieber hell, dass es ein bisschen nach vorne kommt. Und hier gehst du ein bisschen, ne, auf dem Knochen hier ein bisschen dunkler. Erstmal mach das auch, wenn du Schlupflider hast, so ein bisschen, ne, dann kaschiert das auch noch ein bisschen und öffnet ein bisschen das Auge. Und dann ist halt auch wichtig, aber das zeige ich euch gleich, dass ihr hier an den Seiten das offen lasst, das Auge nicht ganz umrandet, denn damit begrenzt ihr das Auge ja auch. Okay, ich zeige euch mal, wie ich das mache. Und ich dachte mir, dafür nehme ich die Smoky Eye Palette. Na, da sind viele schön helle Farben drin und auch dunkle. Und vielleicht nehme ich auch noch die neue Revolution Palette, die ich euch letztes Mal vorgestellt habe, auch noch dazu. Da sind auch noch mal schöne Farben drin. Da muss ich gleich mal schauen, wie ich das mache. Also ich habe mir gedacht, ich schminke dieses Auge so, wie ich es nicht machen würde. Und dieses Auge so, wie ich das immer mache, um es größer zu schminken. Alles klar. Dann fange ich mal an mit dem Auge, das ich größer schminken möchte. Da gehe ich erstmal hier in diesen weißen Ton und das gebe ich über das gesamte Augenlid. Ich gehe auch hier so ein bisschen an die Seite, dass das ein bisschen heller wird. So, einmal insgesamt rüber. Dann werde ich mal, was ich ganz schön finde in dieser Palette, ist auch dieser Ton. Jetzt gehe ich mal in den Ton und da gehe ich dann von hier unten vom Augenwinkel hoch bis zum Knochenrand und gehe dann hier so immer rüber. Na? Das baue ich mir jetzt so ein bisschen auf. Ich gehe auch hier so ein bisschen rein, so ein Drittel, würde ich sagen, gehe ich hier ins Auge, auf dem Augenlid unten rein. Damit. So. Dann gehe ich hier hoch. Ein klein wenig, hier oben gehe ich ein klein wenig weiter nach hinten, als mein Auge lang ist. Aber das ist nur ein bisschen. Dadurch mache ich das Auge dann auch noch ein bisschen länger. So, und dann werde ich mir meinen ganz schmalen Pinsel nehmen. Der ist oben ganz schmal. Und gehe mal hier in das Schwarz. Ja, muss man aber vorsichtig sein. Dann mache ich mir hier nur ein kleines Dreieck. Sozusagen. Hier so eine kleine Ecke mache ich mir hier. Und gehe dann so ein bisschen rüber. Ein bisschen mehr. So. Und jetzt werde ich in diesen hellen, der heißt Kristall, in diesen Ton werde ich mal reingehen mit dem Finger und werde das hier unten noch mal so ein bisschen, das glitzert so schön, unten noch ein bisschen auftragen. Ein Schimmerton, aber hell. Ihr könnt natürlich auch andere helle Farben nehmen, die ihr gerne mögt, ne? Also, ob das nun schimmert oder nicht, ganz nach Geschmack. Dann werde ich noch mal, gehe ich noch mal in die Smoky Eye Palette. Da habe ich nämlich auch so einen schönen Silberton. Und damit gehe ich hier genau in der Mitte noch mal rauf. Das sieht man ganz gut, ne? Der ist echt intensiv, der Ton. Und dann ruhig das ganze Augen, untere Lid bis in die
bis wo unter dem Knochen. So mache ich das immer. Und oben werde ich noch mal ein bisschen mit hell. Runtergefallen, wie das denn so ist. Nochmal in das Helle gehen und die Ecke hier, vorsichtig hier mit dem, da mache ich mir das auch noch mal ein bisschen hell, genau wie hier. So, das verblende ich jetzt. Hier noch mal ein bisschen, dass das nicht zu weiß aussieht, und hier oben soll ja so ein bisschen ineinander übergehen. So mache ich das. Na? Und was dann auch noch ganz wichtig ist, ich nehme ja immer einen Kajalstift. Dann gehe ich hier oben, hier fange ich dünner an und werde nach hinten etwas dicker. Da muss ich an meinen Spiegel gucken, den habe ich hier neben mir. Ne? Ich fange immer hinten an. Man kann natürlich, wie man das lieber mag, wenn ich dann in der Mitte bin, gehe ich nach vorne. Aber das macht ja jeder, wie er es am besten kann. Auf jeden Fall ist es wichtig, finde ich, oben einen Lidstrich, und unten mache ich den nur bis zur Hälfte. So. Was man auch machen kann, was ich auch sehr schön finde, nehme ich mal das Lila, das ich oben genommen habe. Nee, okay, der ist sauber. Ne? Das Lila, das ich hier oben genommen habe, da kann man hier unten auch noch mal so ein bisschen lang gehen und das so darunter so ein bisschen auslaufen lassen, ne? Nach unten hin. Das macht das Auge auch noch mal ein bisschen größer. So ganz leicht, dass das nach unten ausläuft von der Farbe her. So, vorne mache ich das Helle. Da gehe ich hier in diesen hellen Ton. Obwohl, ich nehme lieber von der Smoky Eye das ganz Helle, das Weiße. Da gehe ich dann in das Weiße und gehe hier nochmal auch bis zur Hälfte. So, dann nochmal mit dem Kajalstift ganz am Rand lang. Und hier oben, da kann das ruhig hinten ein bisschen dicker. Und ich gehe auch einen kleinen Tick über mein Augenrandende drüber, weil das dann ein bisschen länger wirkt. Also so mache ich das jedenfalls gerne. Habe ich für mich halt das Gefühl, meine Augen sind größer. Am wichtigsten zu beachten ist halt, dass du nicht so dunkle Töne unten auf dem unteren Lid nimmst und dass du das Auge nicht schließt. Ich habe dann immer mal Q-Tips da und gehe dann noch mal hier lang. Ihr könnt auch hier noch mal mit hellen Farbe reingehen. Das ist jetzt ein bisschen dick. So ganz leicht. Ja. Ja, und ich finde, man so guckt, wirkt das schon jetzt ein bisschen größer als das Ungeschminkte. Und viel macht dann ja nochmal aus, wenn ihr dann den Abschluss mit dem Mascara macht. Man kann es natürlich, ich würde sagen, ich mache das auch oben nochmal ein bisschen. Den Rand noch mal mit diesem Ton. Ich gehe noch mal rüber, dann ich mag es gerne ein bisschen stärker. So hatte ich diesen, und da gehe ich da noch mal rein und hier noch mal so
bisschen verstärken, dass das so ein bisschen deutlicher ist, ne? Das mag ich doch ganz gerne. Bisschen mehr Farbe. So. Und auch hier so bis in ein Drittel vom Auge rein. Ein bisschen verblenden an den Rändern. So, ja, noch ein bisschen verblenden, das ist hier der Übergang noch zu hart. Also so schminke ich mein Auge, wenn ich es größer schminken möchte. So, jetzt tusche ich mir die Wimpern nochmal und dann kommt das andere Auge und da zeige ich euch, wie man das nicht machen sollte mit denselben Farben. Also ich nehme wirklich die gleichen Farben, ich setze sie einfach nur anders und auch den Kajalstift setze ich anders und ja, werdet ihr gleich sehen. Ich finde, das macht ganz viel aus, das Auge wirkt dann wirklich kleiner und auch so ein bisschen nach hinten und ich habe auch so leicht die Augen ein bisschen nach hinten und da brauche ich immer helle Farben, dass das Auge nach vorne holt. Sonst wirkt das so eingehüllt, wie Augenhöhlen wirken dann so stark, ne? Und das möchte man ja eigentlich nicht. Ist ja nicht so schön. So. Ich lasse die Mascara jetzt trocknen. Ich gehe dann nachher immer noch mal rüber. Mir reicht immer einmal nicht. Ich habe ja gerne, dass die Wimpern noch ein bisschen mehr aussehen. Also das ist jetzt so der Unterschied. Ich finde, dass das Auge wirklich schon größer wirkt und auffälliger als das, ne? Sieht natürlich jetzt komisch aus, eins geschminkt, eins nicht. Ich jetzt so ganz normal stehe und eigentlich ist das ja sogar mein besseres Auge. Dieses ist ein bisschen mehr geschlossen. Deswegen hatte ich gedacht, um gerecht zu sein, mache ich das und nicht das, was sowieso schon schöner ist. Ne? Also, ganz locker, so. Und jetzt schminke ich das so, wie man es nicht machen sollte, wenn man die Augen größer schminken will. Ich nehme dafür auch wieder dieselben Farben. Ich gehe hier auch in das Weiß und hier rein und setze erstmal das gesamte Augenlid weiß. Das kann ich mal so zeigen. Also einfach auch einmal weiß machen. So. Und ich nehme dann auch die gleichen Farben. Da hatte ich ja dann aus dieser Revolution Palette diesen lila Ton. Den hatte ich mir ja hier oben gesetzt. Und jetzt setze ich mir den ganz einfach mal, genau, also diesen hier. Den setze ich mir jetzt nämlich auf das Augenlid. Auch bis zum Bogen hin, bis zum Knochen. So, dann gehe ich, den hatte ich verhellt, nicht mal diesen hier, und gehe in das Dunklere und dann gehe ich hier auch so mal ein bisschen rüber. Unten am Knochenbogen lang. So, dann hatte ich schauen, das Schwarz. Das
hatte ich denn jetzt hier genommen? Da hatte ich von hier den dunklen Ton, ne? Der war nicht ganz schwarz, oder? Das ist auch fast schwarz. Gut, dann nehme ich jetzt aus dieser Palette mal auch das Silber und setze mir das dann auch ein bisschen hier so hin. Na. Na, das sieht man dann schon, das geht dann eher nach hinten, wenn du das Auge dunkler schminkst. Aber ich mache es auch nicht zu krass, weil keiner würde sich so schminken, denke ich. Also so, wie man sich auch wirklich schminken kann, dass es noch ansprechend aussieht, aber eben vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ist, wenn man kleine Augen hat. Dann kann ich auch noch mal in den ganz dunklen Ton noch mal reingehen und diesen hier, ne? Gehe ich am unteren Wimpernrand noch mal so lang damit, machen wir da so ein bisschen einen dicken Lidstrich. So. Ne? Okay, das alles wird auch ein bisschen verblendet. Und dann können wir noch mal ein bisschen hier. Ne? Sieht schon ganz anders aus, ne? Das steht einigen auch richtig gut. Wenn man große Augen hat, dann kann man das eigentlich auch mal schön so schminken. Das ist ja auch mal was anderes. Aber wenn man eben nicht so große Augen hat und die groß schminken möchte, dann lieber mit den hellen Tönen. Gut. Dann werde ich jetzt mal zeigen mit dem Kajalstift. Das ist nämlich das, was am allermeisten ausmacht. Wenn du dann nämlich in die Wasserlinie gehst und die dunkel machst, das machen ja manche ganz gerne, das sehe ich auch öfters bei so Schminkvideos, und es bringt die Augen ja auch so ein bisschen zum Strahlen, ne? Aber es macht sie auch optisch kleiner. Und wenn du dann hier das Auge wirklich umrandest, ne, hier noch mal so lang gehst, und das wirklich bis hinten schließt. Ich gehe auch oben noch mal lang am Wimpernrand. Also ich finde das auch schön. Wie gesagt, das bringt die Augen dann ein bisschen zum Strahlen durch das Dunkle und so. Aber es macht die Augen auch kleiner, finde ich. Also ich finde, das fällt schon ordentlich auf. Guckt mal einmal so oder so. Ich mache natürlich auch mal die Wimperntusche rauf, um das abzuschließen. Jo. Nur wie immer konzentrieren. Kann ich gar nicht so viel erzählen, aber Wimperntusche muss ja anders sein, sonst ist das, finde ich, ja, gar nichts. Ohne Wimperntusche geht gar nicht, finde ich, so, wenn du ein Augenmake machst. Ja? Und deswegen. Tuschen, tuschen, tuschen. Ihr könnt uns ein Stückchen vorspulen und dann das Endergebnis sehen. So, ich habe das Video nämlich schon einmal aufgenommen
Und da war der Speicher voll und dann ging das zwei, dreimal aus. Ich so, kann ich euch das nicht zeigen? Ich habe ihn mal wieder angemacht. Ich denke, nee, das ist ja peinlich. Das mache ich nochmal. Jo. Und danach dachte ich ja, na, das ist schon ein paar Tage her, als ich es aufgenommen habe, dachte ich so, oh, und dann schminke ich das einfach ab und schminke das so wie da. Ne? Das ist den ganzen Tag irgendwie unterschiedlich gewesen. Das geht dann nicht mehr. Da muss man das ganze Gesicht nochmal neu machen, finde ich. Ich habe es nicht hingekriegt. Nicht so richtig. So. Auf der anderen Seite gehe ich auch noch mal rüber. Ja, jetzt habe ich also beide Augen dieselben Farben genommen. Ich habe sie nur anders gesetzt. Und ja, also ich finde, so sieht es doch ordentlich größer aus als so, oder? Was sagt ihr? Schaut mal, wenn ich jetzt einmal so zuhalte, muss das Licht gleich weg. Und einmal so. Und so habe ich das halt geschminkt. Beide Seiten dieselben Farben, anders gesetzt und halt einmal habe ich das Auge hier wirklich dann umrandet. Und ich finde, weil du das damit ja auch schon eingrenzt, wirkt es auch kleiner. So, das ist mein Trick, wie ich meine Augen größer schminke. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!